Hallo und willkommen zu einem neuen Versuch aus unserer Reihe Physikalisches Praktikum. Wir sind heute in den Katakomben der Optik. Optikräume sind immer dunkel und es ist kein Platz für Sonnenanbeter. Wir versuchen das heute kurz zu fassen, um nicht allzu lange hier sein zu müssen. Ich habe wie immer ein Blatt vorbereitet, wo das Wichtigste draufsteht. Aber wenn man dieses Blatt sieht, sieht es nicht eher danach aus, als wenn es kurz wird. Ich habe versucht, all das, was für diesen Versuch wichtig ist, auf einem Blatt wie immer unterzubekommen. Ja, man könnte fast sagen, das gesamte Wissen der Menschheit, aber nein. Wir fangen an. Brennweite von Linsen heißt der Versuch, ein Gebiet aus der geometrischen Optik. Es gibt ein anderes Video, das ist der Versuch O3, Krümmungsradius von Linsen und Spiegeln. Das ist ähnlich. Ich möchte zu Beginn vielleicht doch auf die einschlägige Literatur verweisen. Das ist also der Stroppe zum Beispiel. Man kann natürlich auch jedes andere Buch nehmen. Der Abschnitt 40.4. Dort geht es also um Abbildungen von Linsen. So, was haben wir bei dem Versuch zu tun? Er ist ziemlich vollgestopft mit allen möglichen Experimenten. Fangen wir mit dem ersten an, natürlich so rum. So, habe ich hier mal quer hingeschrieben, weil sonst der Platz nicht erreicht hätte. Autokollimation. So, und da muss ich mal zu den ganzen Grundlagen auf dieses Video zu O3, Krümmungsradius von Linsen und Spiegeln verweisen. Dort ist erklärt, wie Strahlengänge an Linsen und Spiegeln funktionieren. Okay, wir werden das aber nachher im Experiment sehen, wie der Versuch praktisch durchgeführt wird. So, und nun kommen wir zu dem Hauptteilen dieses Versuchs. Zunächst erst einmal ein paar Begriffe. Also klein g ist immer die Gegenstandsweite, klein b die Bildweite bei einer optischen Abbildung durch eine Linse. Wir gucken uns mal dieses Bild hier unten an. Wir haben hier die Linse. Eine Linse ist immer dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Hauptebene hat. Das ist also hier eine Gerade, die senkrecht zur optischen Achse, ja? Die optische Achse ist das hier. Also immer senkrecht dazu, aber eigentlich hat eine Linse zwei Hauptebenen. Das macht die Sache natürlich komplizierter. Wenn es sich aber um eine dünne, sogenannte dünne Linse handelt, ich habe das auch mal versucht, die Linse hier dünn zu zeichnen, dann reicht es, wenn man eine Hauptebene betrachtet. Also wir gehen jetzt im Folgenden immer von dünnen Linsen aus. So, wir haben also irgendwo einen Gegenstand. Der ist, sagen wir, oberhalb der optischen Achse, hier an der Stelle. Also wir können uns immer vorstellen, hier ist eine kleine Lampe, die Licht aussendet. So, dann gibt es also Strahlengänge und dafür Regeln. Also bloß ganz kurz erklärt, man kann das ja nachlesen in den Physikbüchern. Ein Parallelstrahl wird immer zum Brennpunktstrahl. Dazu muss ich also noch dazu sagen, wir haben zwei Brennpunkte. Ein Brennpunkt hier im Abstand Brennweite von der Linse, das hier also ist klein f, so wie hier, und jenseits der Linse auch nochmal, also einen bildseitigen Brennpunkt. Das heißt, dieser Parallelstrahl wird zum Brennpunktstrahl und geht hier weiter. So, und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Strahl. Dann nehmen wir hier auf der Gegenstandsseite den Brennpunktstrahl, also von hier nach hier, und der wird dann, hier unten trifft er auf die Hauptebene, und dann wird er zum Parallelstrahl. Und wo die beiden gebrochenen Strahlen, ja, jetzt sind es keine reflektierten Strahlen, wie im Versuch O3, sondern es sind die tatsächlich transmittierten Strahlen, die gebrochenen Strahlen, und die schneiden sich hier in diesem Punkt. Und dort entsteht der Bildpunkt. Das heißt also, die Größen, die jetzt hier überall auftreten, sind also groß G, das ist die Gegenstandsgröße, groß B, die Bildgröße, klein g, die Gegenstandsweite, hier, die Größe klein g, die Gegenstandsweite, also einfach der Abstand Gegenstand zur Hauptebene der Linse, und klein b, der entsprechende Abstand des Bildes zur Hauptebene der Linse, klein b. So, und diese drei Größen werden durch eine Gleichung miteinander in Beziehung gesetzt. Das ist einfach die sogenannte Abbildungsgleichung für Linsen, die lautet 1 durch f gleich 1 durch g plus 1 durch b. Dieser Zusammenhang gilt also immer, wenn ich eine exakte Abbildung so wie hier unten habe. So, was soll bei diesem Versuch gemacht werden oder bei diesem Versuchsteil? Man soll klein g und klein b messen, also einfach diese Abstände. Wir werden es nachher sehen. Das ist ja relativ einfach gemacht. So, und man soll natürlich f bestimmen, die Brennweite der Linse. Ich kann also mit Hilfe dieser Gleichung die Brennweite bestimmen.
Wie machen wir das? Naja, wir stellen die Gleichung nach 1 durch b um. Hier habe ich mal hier hingeschrieben. Dann steht, also im Prinzip muss ja dieser Term auf die andere Seite, dann steht also der Term mit einem Minuszeichen da, minus 1 durch g plus 1 durch f. In diesem Teil der Regressionsgeraden oder des Diagramms müssen sich also verkleinerte Bilder befinden. Warum? Weil, gucken wir hier, also im Gegensatz zu dem Teil hier unten. Ja? Also hier oben ist ja 1 durch b größer als hier unten. So, also muss b kleiner sein. Wenn b kleiner ist, ist klein b kleiner ist, das kommt hier drüben, ist aber auch groß b kleiner. Also haben wir hier oben verkleinerte Bilder und hier unten vergrößerte Bilder. Ja? Man kommt praktisch nicht an die Achsen ran, geht ja nicht, weil dann ja b unendlich sein müsste. Aber man hat eine gute Gelegenheit, hier eine Regression zu machen. So, im zweiten Bildteil, im Versuchsteil, soll also klein g, die Gegenstandsweite, und der Abbildungsmaßstab, Beta, bestimmt werden. Was ist Beta? Das ist einfach der Quotient aus Groß b und Groß g, ja? Abbildungsmaßstab. Hier diese Länge dividiert durch diese Länge. Wenn Beta gleich 1 ist, weiß man, man hat ein 1:1 Bild. Ja, also dann ist das Bild genauso groß wie der Gegenstand. Ist das Beta kleiner als 1, dann habe ich ein verkleinertes Bild. Und ist das Beta größer als 1, habe ich ein vergrößertes Bild. Ja, gewissermaßen ist hier Beta kleiner als 1 und hier unten ist Beta größer als 1. So, zusätzlich gilt dann aber auch noch, das ist sozusagen die Definition für Beta, zusätzlich gilt aber auch noch Beta gleich Groß B durch Groß G gleich Klein B durch Klein G. Die Beziehung gilt auch ebenfalls ständig, stets. So, wie mache ich jetzt hier eine Versuchsauswertung? Ich nehme natürlich auch verschiedene Werte von g, so wie hier ja auch. Ich verändere ja g und kriege ein unterschiedliches klein b. So, aber ich trage jetzt 1 durch Beta. Ich stelle sozusagen, ich nehme diese Gleichung und setze sie hier ein. Das ist eine einfache Rechenaufgabe für zu Hause, mal die Gleichung hier einzusetzen und umzustellen nach 1 durch Beta. Und dann sieht man, dass diese Gleichung hier rauskommt, 1 durch Beta. Das ist also sozusagen der reziproke Abbildungsmaßstab gleich irgendein Faktor mal g minus 1 ist. Und dieser Faktor ist genau 1 durch f. Ja, das ist also einfach bloß ein simples Umstellen einer Gleichung. Aber das muss man hier machen, weil man jetzt mit Hilfe dieser Gleichung dieses Diagramm zeichnen kann. Man trägt also jetzt hier Ordinate 1 durch Beta auf. Man nimmt als Abszisse klein g, die Gegenstandsweite. Und dann sieht man ja schon anhand der Gleichung, okay, es ist auch wieder eine Gleichung, ja, y gleich m mal x plus n. Y, 1 durch Beta, gleich m, 1 durch f. Wir sehen also, der Anstieg dieser Geraden ist 1 durch f. Da holen wir dann aus diesem Versuch unsere Brennweite heraus. Und der Ordinatenabschnitt ist minus 1. Ja, der ist fest. Minus 1 liegt hier unten. So, dann kann ich also auch, wenn ich hier Punkte habe, gemessene Punkte in dieses Diagramm eintrage, kann ich also wieder eine lineare Regression machen und kann aus den Parametern, also insbesondere aus dem Anstieg der Geraden, die Brennweite holen. Gleichzeitig kann ich noch kontrollieren, die Gerade macht ja auch einen Schnittpunkt hier unten mit der Ordinate, ob dieser Wert tatsächlich bei minus 1 liegt und wie gut er bei minus 1 liegt. Ja, wenn er bei minus 2 liegt, dann habe ich bestimmt irgendwas verkehrt gemacht. Aber wenn er bei minus 0,999 liegt oder 1,001, dann kann ich sicher davon ausgehen, dass ich gut gemessen habe. Ja, auch hier kann ich wieder gucken, wo liegen meine vergrößerten Bilder, wo meine verkleinerten Bilder. Eins vielleicht noch an der Stelle, dieses klein g kann ja nur größer als die Brennweite sein, wenn ich eine Abbildung, übrigens das hier ist ein reeller Bildpunkt, ja, kein virtueller, denn die Strahlen schneiden sich ja wirklich. Es muss also, der Gegenstand muss immer von hier aus, Sie sehen, hier war ja der Brennpunkt, links davon liegen. Das heißt also, das klein g ist immer größer als das klein f. Ja, sonst funktioniert diese Abbildung nicht. Natürlich kann ich einen Gegenstand hier auch innerhalb der einfachen Brennweite hinstellen. Dann heißt das Ganze aber Lupe. Und
funktioniert nicht nach diesem Schema hier. So, also ich kann mir überlegen, dass ich also eigentlich Punkte nur auf diesem Teil der Gerade kriege. Ja, das hier unten ist jetzt nur nach der Gleichung so. Gemeint ist bei dem Versuchsteil aber wirklich, dass ich das Beta aus Bildgröße und Gegenstandsgröße bestimme. Weil diese Beziehung gilt, kann man ja auch sagen, na gut, ich messe ja auch Bildweite und Gegenstandsweite und berechne mein Beta einfach aus Bildweite und Gegenstandsweite. So ist der Teil aber nicht gemeint. Ja, ich soll wirklich G und B, also Bildgröße und Gegenstandsgröße hier nehmen. So, kommen wir noch schnell zu Bessel. Bessel hat sich was überlegt, wie ich vielleicht die Genauigkeit dieser Abstandsmessung G und B, das brauche ich ja immer, wir werden es gleich im Experiment sehen, wie ich das vielleicht erhöhen kann. Da sind ein paar technische Sachen bei, die es zu beachten gilt. Bessel nutzt ganz einfach folgendes Verfahren. Er stellt den Gegenstand und das Bild, also diese beiden Ebenen sozusagen, die Stellung hier, die hält er fest, stellt ihn in einen bestimmten festen Abstand und bewegt dazwischen die Linse. Und dann kann man sich überlegen, dass es zwei Linsenstellungen gibt, nämlich eine, wo wieder der Gegenstand zwischen einfacher und doppelter Brennweite steht, also hier sozusagen möglichst, also ziemlich weit nach links, hier ein vergrößertes Bild liefert. Und wenn ich mit der Linse hier hinten hinfahre, hier einfach, ja, die beiden sind fest, kriege ich eine Linsenstellung, wo ich genau ein verkleinertes Bild kriege. Und es kommt jetzt nur darauf an, den Differenzabstand dieser beiden Linsenstellungen, ja, zu messen. Das kann ich manchmal genauer machen, so eine Differenz zu messen, als Längen absolut möglichst genau zu messen. Diese Differenz ist das klein e, klein s ist der Abstand, der fest gewählte Abstand zwischen Gegenstand und Bildgröße. Und dann kann ich anhand dieser Gleichung also auch meine Brennweite berechnen. Das werden wir gleich sehen, wie das funktioniert. Das Ganze wird dann auch wieder in einem Diagramm aufgetragen. Hier ist es, muss ich vielleicht nicht mehr so viel erklären. Man nimmt dieses s² minus e², trägt das hier auf der Ordinate ab. Man nimmt das s, diesen fest eingestellten Abstand hier, so, und guckt, wo liegen meine Bildpunkte. Nach der Gleichung muss es natürlich eine lineare Funktion sein. Warum? Hier steht die Gleichung. Ich muss ja bloß 4s hier rüber multiplizieren. Dann steht hier rechts s² minus e², das ist das. Und auf der linken Seite f mal 4 mal s. So, wenn ich hier s abtrage, muss also der Anstieg dieser Geraden 4f sein. Einfach der Vorfaktor 4f vor dem s. So, kriege ich also hier auch meine Brennweite raus. Ich kann mir jetzt noch aber überlegen, bei Bessel, das findet man in Büchern oder man sieht es auch anhand der Gleichung, dass eine zusätzliche Bedingung erfüllt sein muss, sonst funktioniert das hier nicht mit diesen zwei Abbildungen, nämlich, dass dieses s, der Abstand hier, größer als 4f sein muss. Es muss also hier mindestens auf der einen Seite einmal f reinpassen und noch einmal f und auf der anderen Seite auch. Ja, das sind insgesamt 4 klein f und deswegen muss also Abstand hier bis hier größer als, das heißt, größer als 4f sein. Das heißt, man kriegt in dem Diagramm also nur Punkte jenseits dieser Stelle. Ja, hier ist s gleich 4f und danach geht's los. So, das war schon fast alles. Zum Schluss vielleicht noch sphärische Aberration. Das ist ein typischer Abbildungsfehler. Also vielleicht folgendes dazu, in dem Video zu O3, bei den Linsenschleifern haben wir schon gesehen, Linsen werden ja vorrangig so geschliffen, dass ihre Oberfläche Teil einer Kugeloberfläche ist. Ja? Aber die Kugeloberfläche ist sozusagen nicht die perfekte geometrische Form, um eine scharfe Abbildung zu machen. Viel, viel besser ist ein Parabolspiegel, der natürlich dann nicht sphärisch ist. Das heißt also, ich kriege durch sphärisch geschliffene Linsen immer Abbildungsfehler und das gucken wir uns dann nachher im letzten Versuchsteil an. Weil das ja ziemlich kompliziert ist, insbesondere in dem Teil hier, sehen wir gleich noch was hier gemacht werden, will ich mal noch einen Link angeben. Unter der Adresse findet man also, wenn man den Punkt Erklärung und Hinweise anklickt, nochmal detailliert beschrieben, wie das zu machen ist, insbesondere das mit dem Umdrehen der Linsen, um die Hauptebenen richtig zu bestimmen. Okay, das soll vielleicht erstmal als
Theorie reichen. Und wir gucken uns jetzt das Ganze im Experiment an. Wir haben das alles ein bisschen schon aufgebaut hier. Ich fange mal an, die beteiligten Kollegen hier vorzustellen. Also wir haben natürlich eine Lampe, das soll unser Gegenstand sein. Man kann es erkennen, es ist also eine ausgestanzte 1 in einem Blech. Ja, die wird also von hinten bestrahlt. Wenn man mal guckt, das Blech, ich halte mal so. So, ne? Das ist also sowas von gerade, da träumt jeder Linsenschleifer von. Nein, ich will damit bloß sagen, es ist nicht alles perfekt hier, aber um die Grundlagen zu verstehen, reicht es. So, das ist also unser Gegenstand. Wir haben hier unsere Linse. So, ich kann also den Abstand, das ist mein klein g. Ja, der Abstand der Linse vom Gegenstand. So, den kann ich also hier auf solch einer optischen Bank verändern. Apropos optische Bank, können wir mal hier auf die Stelle zoomen, hier auf die hier. Wollen wir bloß kurz noch was zeigen. Eine ordentliche optische Bank ist also eigentlich, hat die eine vernünftige Skala, wo man dann die Position der Linse und des Gegenstandes gut einstellen kann. Aber nun schauen Sie mal, wie diese optische Bank hier gebaut ist. Ne? Sie hat zwar hier eine Skala und hier ist ein Übergang. Gut, die linke hört hier auf und dann fängt die rechte an. Ne? Wenn ich mal jetzt, kann man es erkennen, ja, ich halte mal jetzt hier mit dem Bandmaß hier die 4 auf die 1. So, und dann gucken Sie mal auf der anderen Seite hier bei 8 und bei 97. Das heißt, das Ganze geht also schon um 2 mm auseinander. Der Abstand ist hier zu groß. Was ich damit nur sagen will, ist, verlassen Sie sich nie auf solche Sachen, wenn Sie das nicht nochmal genau kontrolliert haben. Also wir nehmen das hier nicht, das ist völlig indiskutabel. Okay, wir können das also hier einstellen und das ist natürlich unser Schirm. Das ist sozusagen die Ebene, in der unser Bild entsteht. So, fangen wir an mit Autokollimation. Autokollimation ist hier ein bisschen anders als bei den Spiegeln. Wir haben gestern Autokollimation am Hohlspiegel gemacht. Hier funktioniert das Ganze so. Wir müssen einen ebenen Spiegel einfach hinter die Linse stellen. So, und jetzt dieser Abstand hier zwischen Linse und Spiegel spielt keine Rolle, werde ich gleich noch sagen. Das heißt also, ich könnte das auch so hinstellen, aber ich mache es jetzt mal so. So, und jetzt kann ich natürlich den Abstand verändern. Wenn das Ganze also zu groß wird, kriege ich nichts. Und Autokollimation bedeutet ja, ich möchte mein Bild in derselben Ebene, in der Gegenstandsebene erzeugen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier ranfahre, sehe ich tatsächlich, jetzt habe ich eine schöne umgekehrte 1 hier oben zu sehen. Ja, in derselben Ebene, in der sich der Gegenstand befindet. So, das ist Autokollimation. Dieser Abstand hier spielt keine Rolle, haben wir gerade gesagt, das ist hier paralleles Licht. Das wird also nur am Spiegel hier parallel reflektiert, deswegen hat das keinen Einfluss. Ja? Was man vielleicht nur beobachtet, ist, dass das Bild irgendwann verschwindet. Na, ganz einfach, weil je weiter ich das wegbewege, desto weniger Licht wird ja sozusagen auf diese Öffnung hier zurückgeworfen. Aber an der Schärfe, hinsichtlich der Schärfe des Bildes, ändert das nichts. Gut, den Spiegel brauchen wir nicht mehr. Den können wir jetzt beiseite stellen. So, jetzt kümmern wir uns um die klein g, klein b Messung. Okay, und wir versuchen mal ein erstes Bild zu erzeugen. Es ist schon fast eins zu sehen. Gucken wir mal hier. So, okay. Ich setze mich mal ein bisschen rüber, damit das nicht blendet. Ja, so, wie gesagt, hier klein g, hier klein b, das kann also gemessen werden. Ja, wir nehmen nicht die optische Bank. Ja, zu dem klein g und klein b ist noch was zu sagen. Wir sehen ja, wir haben im Moment hier eine Sammellinse in einer Fassung. Ja, alle Linsen sind ja irgendwie in Fassungen. Ich versuche die jetzt mal hier rauszudrücken. Ups. So. Hier kann man erkennen, ja, eine Linse in einer Fassung. So, und die hat eine Hauptebene. Wir wissen natürlich nicht a priori, wo die Hauptebene ist. Wir wissen das erst recht nicht, wenn wir die Linse, so wie hier jetzt,
noch in eine andere Fassung reindrehen, denn dann hängt ja die Lage der Hauptebene natürlich davon ab, wie weit ich das hier reindrehe. Und da das nicht vorgegeben ist, ich drehe sie irgendwie so rein, weiß ich nicht, wie die Hauptebene exakt positioniert ist an der Stelle. Und deswegen mache ich also Folgendes. Ich erzeuge jetzt eine scharfe Abbildung. Das habe ich jetzt gemacht. Das sehe ich hier am Schirm. Dort ist also, schlecht zu sehen jetzt, ja. Wollen wir vielleicht doch nochmal mit der Kamera, wenn die Kamera da ein bisschen rüber, bloß einmal, dass wir sehen, wie das hier aussieht. Ja. Okay, ich könnte ja auch den Schirm vielleicht noch ein bisschen drehen. Die 1, ja, so ist vielleicht ganz gut. Wir drehen das gleich wieder zurück, aber bloß, dass man das mal sieht. Ne? Also, es ist noch Folgendes. Die 1 hier, unser Gegenstand, ist von hinten noch mit einem Netz beklebt. Da ist also ein bisschen Textur drauf, was hier hilft, um das Bild scharf zu stellen. Man sieht nämlich, die 1 ist nicht gleichmäßig hell, sondern man sieht diese Textur hier innerhalb der 1. Und das hilft, das ist also noch sozusagen die letzten Millimeter hier herauszukitzeln in der Schärfestellung. So, okay. Soll vielleicht reichen. Gehen wir wieder zurück in die ursprüngliche Einstellung. Also ich habe jetzt hier ein scharfes Bild, kann das messen. So. Da ich jetzt nicht weiß, wo die Hauptebene liegt, mache ich einfach Folgendes. Ich drehe die Linse um 180 Grad. So. Natürlich hat sich jetzt die Hauptebene hier verändert. So, und ich muss das Ganze nochmal scharf stellen. Das ist nicht viel, ist ja bloß eine kleine Differenz und kriege sozusagen ein G2. Vorher war das ein klein G1 und ein klein B1 und jetzt habe ich ein klein G2 und ein klein B2. Und aus diesen 4 gemessenen Größen kann ich jetzt wunderbar sozusagen die Lage der Hauptebene eliminieren und mein richtiges klein G und richtiges klein B bestimmen. Das ist alles erklärt unter dieser Adresse, die ich hier unten schon angegeben habe. Das wäre aber jetzt zu kompliziert, das alles zu zeigen. So, das ist im Prinzip die Messung von klein g und klein b. Aber wenn wir einmal dabei sind und die Einstellung haben, messen wir natürlich auch gleich groß g und groß b. So, groß g ist ja die Höhe der 1. Die brauchen wir also eigentlich nur einmal zu messen. Kommen jetzt hier auf knapp 20 mm. Naja, also das kann man einmal auch genau machen, aber Groß B. Wir können also Groß B bestimmen. Ich kann das jetzt hier so ausmessen, mal so ungefähr 8,7 von 10 bis 8, also ungefähr 8,7 cm. Aber man kann natürlich auch einen Schirm bauen, so wie es hier gemacht ist, der Millimeterpapier aus Millimeterpapier besteht und dann kann man vielleicht auch anhand der Kästchen die Bildgröße hier bestimmen. So, das heißt also, die beiden Größen messen wir auch noch gleichzeitig mit und dann können wir ja auch unser Beta ausrechnen, unseren Abbildungsmaßstab. Ne? Groß B dividiert durch Groß G ist unser Abbildungsmaßstab und wie man sieht, der muss also größer als 1 sein, denn das Bild ist ja größer als der Gegenstand. So, jetzt versuchen wir noch das andere Bild einzustellen. So, da wissen wir, da müssen wir weiter weg. Wir müssen außerhalb der doppelten Brennweite der Linse sein. Wir, ungefähr hier war die Brennweite, haben wir gesehen, bei der Autokollimation. Nochmal, das Stück ist also hier. Also jenseits von hier müssen wir jetzt die Linse positionieren, um ein verkleinertes Bild zu kriegen. So, nun weiß ich nicht, das Kleine hier ist zu erkennen. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen drehen. Das verzerrt jetzt ein bisschen die Abbildung, aber wichtig ist nur, ja, dass hier die 1, hier ist sie vielleicht scharf. Um den linken Fleck kümmern wir uns jetzt nicht. Das kommt durch das Verdrehen des Schirmes, dass Sie das gut sehen können. Ja, und wenn ich eben weggehe, dichter rangehe, hier zur 1, zum Gegenstand, oder weiter weggehe, also dichter zum Schirm ran, habe ich keine Abbildung. Irgendwo habe ich meine scharfe Abbildung und kriege die verkleinerte 1, vielleicht an der Stelle. So, okay, das machen wir also gleich. Gleichzeitig
all die Größen messen. So, und das jetzt für verschiedene Gegenstandsweiten. Das heißt also, ich stelle jetzt meinetwegen den Schirm ein bisschen weiter weg, suche hier wieder das verkleinerte Bild an der Stelle, suche das vergrößerte Bild an der Stelle. Naja, und bei dem Vergrößerten ist es tatsächlich so, je größer ich den Abstand zwischen Schirm und der 1 mache, zwischen Gegenstand und Bild, desto größer wird tatsächlich das Bild. So, was bliebe noch zu sagen? Bessel war also folgendes. Ich lasse diesen Abstand konstant. Ja? Das ist mein, von hier bis hier, das ist mein klein s. Abstand zwischen Gegenstand und hier, klein s, Abstand zwischen Gegenstand und Bild. Und suche jetzt genau diese beiden Stellungen der Linse, wo ich ein vergrößertes Bild kriege, jetzt, und ein verkleinertes Bild, etwa hier, und brauche jetzt nur diesen Abstand. Dieser Abstand hier ist klein e. Die Differenz der beiden Linsenstellungen für das vergrößerte und für das verkleinerte Bild. So. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt hier eine vernünftige Skala hätte, ja, nicht sowas wie hier unten. Das funktioniert auch deswegen schon nicht, weil auch an den Reitern irgendwie keine schöne Markierung dran ist, dass man sagen kann, der Reiter steht jetzt wirklich bei 147,5 mm meinetwegen. Gut, okay. Wenn man jetzt hier eine schöne Skala hätte, dann könnte man tatsächlich diese Differenz bestimmt genauer messen, als wenn ich die Absolutabstände, ja, haben wir hier gesehen, mit der Hauptebene messen müsste. Das ist also der Vorteil von Bessel. Da mache ich also nichts anderes, als dass ich diesen Abstand nehme, die beiden Stellungen suche und dann den Abstand nochmal verändere für ein anderes S, um die Regression dann zu machen. Hier ein verkleinertes Bild, hier ein vergrößertes Bild. Ja, so bliebe als letztes noch sphärische Aberration. Okay, dann macht man, eins habe ich noch vergessen. Bei Bessel soll nämlich noch eine Zerstreuungslinse benutzt werden. Das muss ich noch kurz erklären. Also eine Zerstreuungslinse ist sozusagen das Gegenteil von einer Sammellinse. Können wir nochmal draufhalten. Was ich hier in der linken Hand habe, ist also eine Zerstreuungslinse und man sieht, sie macht verkleinerte Bilder. So, kann man gut erkennen. So, dient also sozusagen das Gegenteil von einem Fernglas. Ja? Macht verkleinerte Bilder. Und wenn ich jetzt nämlich eine Sammellinse mit einer Zerstreuungslinse kombiniere, das heißt also die beiden einfach hintereinander stelle, das kann ich machen, indem ich die Zerstreuungslinse hier einfach noch in diese äußere Fassung reinschraube. Ja, so, dass sie sich ziemlich nahe kommen. So, was habe ich denn dann? Ja, dann hängt es sozusagen von den Brechkräften dieser beiden Linsen ab, was entsteht. Wenn sozusagen die Sammellinse stärker ist, also eine höhere Brechkraft hat, Brechkraft ist übrigens 1 durch F, genau das, was wir in den Diagrammen immer benutzt haben, das ist Brechkraft gemessen in Dioptrien. Ja? Das ist das, was der Optiker nimmt. Wenn also die Brechkraft der Sammellinse größer ist als die Brechkraft der Zerstreuungslinse, dann ist das die Kombination auch noch eine Sammellinse. Aber dann natürlich mit kleinerer Brechkraft, das heißt also mit größerer Brennweite. So, und das ist in dem Fall der Fall. Das heißt also, dieses Bessel-Verfahren mache ich dann eigentlich mit dieser Kombination oder soll in dem Versuchsteil mit dieser Kombination aus Sammel- und Zerstreuungslinse gemacht werden. So, und sphärische Aberration ist also jetzt nichts anderes, als dass ich sage, okay, aus meinem Strahlengang, das hier kurz rausdrehen, aus meinem Strahlengang, war ja ganz schön tief reingeschraubt hier, so, filtere ich jetzt nur entweder Zentralstrahlen raus, das mache ich mit so einer Blende, ich kann also hier einfach diese Blende hier noch raufschrauben. So, die Winde haben einen ziemlich großen Radius hier, deswegen muss man ein bisschen. So, ja, dann ist das Ganze also alles, was jetzt nicht am Zentrum, also in der Nähe des Zentrums an Strahlen hindurch geht, ist also ausgeblendet durch diese Blende. Man findet natürlich genauso Bilder, ja, aber die auch zum Beispiel ja
kann man sich vorstellen, dunkler sind. Es kommt ja weniger Licht durch, weniger Intensität. Also mein Bild ist auch nicht mehr, ich müsste jetzt auch den Raum wirklich ganz dunkel machen, um das scharf einzustellen, aber ich will nur das Prinzip zeigen. Jetzt kommen also nur Zentralstrahlen durch und wenn ich das Ganze, so messe natürlich die Abstände, versuche die Brennweite zu bestimmen. Wenn ich das Ganze jetzt aber noch für Randstrahlen mache, das mache ich mit diesem Teil, ja, also genau das Entgegengesetzte, dass die Mitte ist ausgeblendet und Randstrahlen, also Strahlen, die am Rand der Linse auftreffen, werden durchgelassen, kriege ich natürlich auch eine Abbildung. Die ist vielleicht jetzt ein bisschen heller, weil einfach die Fläche, wo das Licht durchkommt, ja größer ist als die Fläche dieses kleinen Loches. So, das heißt, auch da könnte ich jetzt wieder eine Brennweite einstellen, werde aber feststellen, dass die Brennweiten sich leicht unterscheiden. Ja, und das liegt ganz einfach daran, dass die Kugelfläche, wenn sie so gekrümmt ist, also für Randstrahlen, einen anderen Punkt auf der optischen Achse schneidet, als für Strahlen dicht am Zentrum. Hier unten diese Differenz der Schnitte dieser Strahlen ist also da. Und das Ganze nennt man sphärische Aberration. Das hätten wir nicht, wenn wir einen Parabolspiegel nehmen müssen. Das ist sozusagen die Kurve, ja, nicht kreisförmig hier, sondern parabolisch, nicht ganz so stark gewölbt. Deswegen gibt es Parabolantennen. So, gut, das soll es gewesen sein für heute. Und ich denke, ich werde jetzt eine Linsensuppe essen gehen. Tschüss.